Hallo, willkommen zu unserem Blind Let's Play und ich bin Jan und das ist Emanuel. Wir starten gleich unser Spiel und wir wissen nicht, welches Spiel es ist, also das ist ein Let's Play und Blind Let's Play und wir beginnen jetzt. Oh, unser Spiel heißt... Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Notalukala. Unser Spiel heißt Notalukala. Ich sag trotzdem, wir haben keine Ahnung. Also hier sieht es aus ein Kinderspiel. Ich glaube, es ist mehr ein Fantasy-Spiel. Ja, ein Fantasy-Spiel für Kinder. Ruhig, Emanuel, ganz ruhig. Hier, du musst auf den Baum klicken. Nicht auf den Baum, auf diese Wurzeln, glaube ich. Genau. Ja, jetzt auf unten. Ja. Interessant. Das Spiel ist interessant. Also anscheinend hat das was mit Bäumen zu tun. Ja, jetzt haben wir dieses Level übersprungen. Ui. Was ist das denn? Das ist ein Pfeil. Hab ich gemerkt. Klick auf die Pfeile. Achso, jetzt verstehe ich. Ja, jetzt verstehe ich so. Ja, du musst da, glaube ich, da durch. Ja. Also das Spiel hat viel mit Natur zu tun, anscheinend. Naturspiel für Kinder, glaube ich. Mal. Das ist Fantasy. Das Spiel ist sehr langweilig, finde ich. Und USK ist bestimmt nicht so hoch. Er hat 0 oder vielleicht 6. Aber jetzt tut sich etwas. Also ich finde die Musik eher spannender als das Spiel. Ja, halt. Das ist ein X. Ich bin langsam vor. Hier, das Cover vom Spiel. Notnakula. Ah, das Spiel ist ab 6, ja. Und limitierte Erstauflage und mit Poster und Soundtrack. Das Spiel ist vom Haus Deadlick Entertainment. Und hat viel mit Natur zu tun. Hier in der Box sind Soundtracks drin und CD. Das ist ein Krabbeltierspiel. Hier bist du wahrscheinlich Krabbeltier. Und ja, wie gesagt, das ist ein Kinderspiel. Ist trotzdem nicht so leicht. Ich bin kurz vom Frustrieren. Von den Machern von Machinario, produziert von den Machern von Harvest, Neue Augen und Deponia, erkundet hunderte angezeichnete Schauplätze der riesigen Baumwelt zum Leben und erweckt mit zahlreichen witzigen Animationen, entdeckt zahlreiche mysteriöse Orte und skurrile Baumwesen. Genießt eine hochwertige und atmosphärische dichte Musikuntermalung, komponiert von alternative Band DVA. Das ist eher so ein Entspannspiel, glaube ich, so. Also, wir sind doch nicht so weit gekommen mit dem Spiel, aber langsam müssen wir zum Ende kommen. Ich hoffe, die Fortsetzung kommt bald, hoffentlich. Und ich wünsche euch mit Emanuel einen schönen Tag und tschüss. Tschüss. Tschüss.